ja morgen eine Klassenarbeit und ich lerne gerade und ich krieg das nicht in meinen Kopf rein, ich check das nicht. Und ich habe zwei unterschiedliche Sachen an und ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ich hasse Schule. Was gibt's Unangenehmeres, als sich beim Heulen aufzunehmen und das Ganze auf TikTok hochzuladen? Und das Ganze, weil sie es nicht hinbekommt, für einen Mathe-Test zu lernen. Wenn du effektiv für einen Mathe-Test lernen willst, dann pack dein Handy weg und geh raus aus TikTok. Und ganz ehrlich, wenn du einen Tag vorher anfängst mit dem Lernen, bist du selber schuld. Nur bitte ladet keine Heulvideos von euch hoch, das ist maximal unangenehm. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Ist die neue Generation verweichlicht und haben alle keinen Bock mehr zu arbeiten? Wir schauen uns heute die cringesten Clips an. Kann einfach nicht sein, dass ich mit 22 Jahren 70 Euro für einen Verhütungsring zahlen muss. Okay, die Dame sitzt im Auto und bekommt einen Mental Breakdown, weil sie sich keinen Verhütungsring für 70 Euro leisten kann. Dein Ernst? Nicht nur, dass sie einen Mental Breakdown bekommt, nein, sie hat sich auch noch dazu entschieden, das Ganze aufzunehmen und auf TikTok hochzuladen. Wie verweichlicht ist die neue Generation eigentlich? Ganz ehrlich, nur weil du heute Abend vielleicht nicht Chakalaka machen kannst, weil dir der Verhütungsring fehlt, musst du doch nicht gleich so einen Mental Breakdown haben. Ich bin Farid Bang, 28 Jahre und ich mache gerne Sandwich ohne Brot. Vor allem sitzt sie hier im Auto, also sie kann sich ein Auto leisten, hat aber keine 70 Euro für einen Verhütungsring. Ich hab da kein Geld für. Ich verstehe nicht, warum das nicht vom Staat bezahlt wird. Ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Soll jetzt der Staat die Steuergelder nehmen, um deinen Verhütungsring zu finanzieren? Es gibt Menschen, die können sich nicht mal was zu essen leisten. Ich weiß nicht, aber findet sie das nicht irgendwie egoistisch, dass sie von allen Steuerzahlern indirekt verlangt, ihr Verhütungsring zu bezahlen? Leute, ich kann doch nicht die Einzige sein, die einfach gar keine Kraft mehr hat für eine Ausbildung. Ich meine... Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Ich habe schon zwei Stück angefangen und zwei Stück abgebrochen. Stabile Leistung, würde ich sagen. An sich ist es ja nichts Schlimmes, wenn du zwei Ausbildungen anfängst und beide abbrichst, weil du merkst, das ist nichts für dich. Vielleicht findest du dann etwas anderes, was dich eher interessiert. Weil es einfach der Horror ist. Entweder sitzt man auf der Toilette und heult... Oder man wird wie der größte Dreck behandelt. Macht nur die Drecksarbeit. Naja, ganz ehrlich, wenn du nur in der Toilette sitzt und heulst, dann ist es normal, dass sie dir eher die Drecksarbeit geben. Dann denken die halt, du hast keinen Bock zu arbeiten und geben dir eher schlechte Aufgaben. Und generell denke ich, dass Auszubildende einfach immer nur die Drecksarbeit bekommen, weil die anderen keinen Bock drauf haben. Wird ignoriert, wenn ich mal beachte, kriegt für alles die Schuld, wird immer angemotzt und dafür wird man auch richtig, richtig schlecht bezahlt. Ja, willkommen in der Realität. Natürlich wirst du in der Ausbildung schlecht bezahlt. Ich meine, was erwartest du, dass du ein Managergehalt kriegst, obwohl du gerade mal in der Ausbildung bist? Ich meine, ich habe 2022 meine erste Ausbildung angefangen. Und wir haben schon 2023. Ich habe 3 Jahre verschwendet. Okay, sie hat 2022 angefangen und das Video kam Anfang 2023 raus. Wie kann sie da 3 Jahre verschwendet haben, hä? Werden wir wie Dreck behandelt bei Ausbildungen? Warum werden wir so schlecht bezahlt? Okay, in der Ausbildung ist es halt normal, dass du schlecht bezahlt wirst, aber du solltest dich nicht wie Dreck behandeln lassen. Dennoch ist das Letzte, was du tun solltest, so ein Heulvideo zu drehen. Damit machst du alles schlimmer. Aber wenn es mal bei euch auf Arbeit ganz schlecht läuft, ja, dafür hat die folgende Dame einen sehr guten Tipp. Wenn du mal keinen Bock hast, auf Arbeit zu sein, kack dir einfach ein. Was? Ich soll mir einkacken? Kack dir einfach ein. Was wollen sie machen? Wollen sie dich weiterarbeiten lassen? Ja, ich hätte gesagt, geh aufs Klo, wisch dir weg und arbeite weiter. Schließlich wirst du dafür bezahlt. Du hast dir eingekackt, okay? Scheiß dir in die Hosen, fahr nach Hause und genieß deinen freien Tag. Kack dir einfach ein. Ja, ist ja nicht so, dass man sich krank schreiben lassen kann, wenn man keinen Bock hat. Leute, ihr versteht das nicht. Wenn ich sage, ich bin nicht dafür gemacht zu arbeiten, dann bin ich es nicht. Ich kann nicht arbeiten. Ich weiß nicht, wie. Ich verstehe nicht, wie Menschen das machen. Wie kann man 5-mal die Woche 9 Stunden arbeiten, damit man 2 Tage frei hat, indem man sowieso einfach nur durchschläft, wenn man tot ist von der ganzen Woche? Man hat nicht mal mehr Zeit, seine Familie zu sehen. Man hat keine Zeit, seine Freunde zu sehen. Man hat keine Zeit, sich was zu essen zu kochen, weil man ist sowieso tot nach der Arbeit und geht gleich pennen. Ich bin nicht gemacht für dieses Leben. Naja, es gibt Leute, die wollen nicht am Existenz Minimum leben und sich mal was gönnen und dafür muss man halt arbeiten gehen, um sich was zu verdienen. Außerdem bin ich mir sicher, dass es Menschen gibt, die Spaß an ihrem Job haben. Du musst ja keinen Job machen, der dir nicht gefällt.
Ich will nicht arbeiten. Was ist dein Traumjob? Ich habe keinen Traumjob. Warum sollte ich davon träumen, zu arbeiten? Seid ihr irgendwie geisteskrank? Wer träumt denn davon, zu arbeiten? Und falls jetzt irgendwelche komischen Boomers kommen und sagen, die jungen Leute heutzutage wollen gar nicht mehr arbeiten. Damals war es so und so. Dicker, ich kann nichts dafür, dass du im Mittelalter geboren wurdest, wo es keine Möglichkeiten gab, für dich reich zu werden. Okay, jetzt erklärt mir mal, wie man ohne Arbeit reich werden will. Das Schlimmste ist, dass ich solche Clips immer von Online-Business-Coaches sehe, die dich in irgendein Coaching drängen wollen. Und dann machen die diese komischen Scam-Aktivitäten wie ApoRed. Und die Kommentare, same girl, einfach same. Ich will einfach nur Hausfrau sein, bisschen shoppen, mich hübsch machen und in Cafés mit Freundinnen sitzen. Ja, und wer finanziert das Ganze? Natürlich der Mann. Jetzt kommen wir zu einem Clip, wo ich einfach nur den Kopf schütteln musste. Ich hatte gerade den größten Nervenzusammenbruch ever, weil ich auf Jobsuche bin. Und ich weiß nicht, was die Leute denken, ob das ein Witz ist oder nicht, aber wie viele Leute in ihren Bewerbungen, in ihren Bewerbungsausschreiben drinstehen haben, dass sie frisches Obst im Büro haben als Benefit ist. Okay, was hat sie jetzt gegen frisches Obst? Also manchmal stelle ich mir einfach nur die Frage, wann wird Rubatz legal? Spaß beiseite, Finger weg von Drogen. Ich kann es nicht zählen. Für was bin ich in die Schule gegangen, hab mein Abi gemacht, hab studiert. Ich habe mir einen Studentenkredit aufgenommen, damit ich studieren kann, weil mir nonstop gesagt wurde, du musst studieren, weil dann findest du einen Job, der besser bezahlt ist. Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben. Ja, Emily, willkommen in der Realität. 36.000 brutto im Jahr ist gar nicht übel nach dem Studium. Vor allem bist du frisch aus dem Studium und da können die meisten halt wirklich nichts. Außerdem hat dich niemand gezwungen, einen Studienkredit aufzunehmen. Zu studieren ist in Deutschland immer noch kostenlos. Als Vollzeitangestellte. Aber du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel. Im Jahr. Wir reden hier von einem ganzen Jahr. Ich weiß wirklich nicht, wie man überleben soll. Also wie kann man denn bitte rumheulen bei 36.000 Jahresgehalt und 30 Tage Urlaub, was wirklich viel ist? Hier mal zum Vergleich. Ich habe einen Master in Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau mit sehr gut abgeschlossen. Mein Durchschnitt war 1,4 und bin mit einem Einstiegsgehalt von 46.000 eingestiegen. Allerdings hatte ich hier nur 25 Tage Urlaub. Außerdem wissen wir hier nicht, was die Dame studiert hat und wie lange sie gebraucht hat und wie gut ihr Abschluss war. Denn das ist ausschlaggebend, wie viel du am Ende verdienst. Trotzdem sind 36.000 im Jahr jetzt nicht so übel und ich meine, nach dem Studium, wenn man anfängt zu arbeiten, steigert man sich für gewöhnlich sehr schnell. Kurz gesagt, Emily hat realitätsferne Ansprüche und das haben auch sehr viele in ihrer Generation, denn die stellen sich das Ganze so vor. Eher mehr Geld oder mehr Freizeit und ich würde natürlich sagen beides. Sowohl mehr Geld als auch mehr Freizeit. Ja, mehr Geld und mehr Freizeit, aber für gewöhnlich kriegst du weniger Geld, wenn du weniger arbeiten gehst. Mittlerweile ist ja Standard, dass zwei Leute in einem Haushalt Vollzeit arbeiten. Das bedeutet keine Freizeit. Man sieht sich nicht mal, weil man nur arbeiten geht. Und am Wochenende hast du ja frei. Hast du frei? Hast du wirklich frei? Weil ich nicht, sage ich ehrlich. Auf mich wartet dann ein Haushalt, auf mich wartet dann ein Einkauf. Auf mich warten dann irgendwelche Freunde, die mich auch mal wiedersehen wollen, für die ich eigentlich gar keine Energie mehr habe. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Ja, ganz ehrlich, willkommen in der Realität. Den Haushalt und den Einkauf kannst du auch unter der Woche machen. Deine Freunde sehen, zähle ich mal unter Freizeit. Und wenn du dann sagst, hey, das ist mir aber, das ist ein bisschen wenig, dann sagen die, ja, das ist dann auch für Leute, die halt wirklich arbeiten wollen. Fick dich. Lass mich in Ruhe mit deinen 36.000 Euro und mit deinem scheiß frischen Obst im Büro. Auch wenn es gut ist, weil ich wohl mehr im Büro sein werde als zu Hause und einen Job machen muss, der mir kein Geld bringt und der mir nicht Spaß macht. Und hier liegt auch der Fehler. Du hättest etwas studieren sollen, was dir Spaß macht, damit du auch im Job lange durchhältst. Man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach und ja. Und dann lebe ich ja auch noch mit jemandem zusammen und wir beide verdienen Vollzeit. Wir arbeiten, gehen Vollzeit arbeiten und trotzdem verdienen wir nicht genug. Wo soll das denn hinführen? Wann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir einfach nicht mehr arbeiten gehen sollen? Und dass wir einfach aufwachen und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, weil erst dann
Erst dann, wenn wir vereint einfach sagen, nein, stürzen wir dieses beschissene System. Ich weiß es auch nicht. Okay, Ihr Lösungsvorschlag ist jetzt ernsthaft, dass wir alle nicht mehr arbeiten gehen, um das System zu stürzen. Dann stelle ich mir die Frage, wer deine Haare macht, wenn du zum Friseur gehst, denn keiner arbeitet mehr. Oder wenn du warme Brötchen haben willst, arbeitet niemand mehr in der Bäckerei. Kommt in die Realität zurück. Das kann nicht jeder YouTuber werden. Also die Leute müssen, sag mal, ein bisschen in die Realität kommen. Ja gut, ich mache ja auch YouTube und mittlerweile auch gar nicht so wenig Klicks, aber trotzdem sind meine Videos gelb und ich muss weiter arbeiten gehen. Zum Schluss einige Dinge, die ich euch mitgeben kann. Zuerst einmal, wenn ihr einen Mental Breakdown erleidet oder das Bedürfnis habt zu weinen, dann bitte nicht vor der Kamera und bitte ladet das nicht auf TikTok hoch. Wenn ihr einen gewissen Lebensstandard leben wollt, dann müsst ihr leider hart dafür arbeiten und das fängt auch manchmal mit einem niedrigeren Gehalt an, als ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr hart genug arbeitet, könnt ihr überall aufsteigen oder ihr könnt euch selbstständig machen, um dann genug zu verdienen, um euren Lebensstandard zu erfüllen. Aber einfach nur rumheulen wird euch im Leben nicht weiterbringen. Deshalb seid starke Saiyajins und zieht durch. Denn ich kann nur so viel sagen, mein Studium hat sich definitiv gelohnt. In dem Sinne, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und schreibt mal in die Kommentare, ob ich auch mal ein Heulvideo posten soll. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und danke an alle Kanalmitglieder, die diesen Kanal supporten.